wichtiger Stoff? Ist es ein Genussmittel? Ist es ein Nahrungsmittel, also Stoffe, die uns eigentlich nur auffüllen? Ja? Oder ist es ein Lebensmittel, also das heißt, da ist schon sehr viel gute Energie drin, was uns Kraft gibt, das merkst du beim Apfel, bei Nüssen. Oder ist es sogar ein, was steht hier, eine Heilsubstanz. Das ist natürlich ganz besonders gut. Mit diesen Heilsubstanzen. Hallo ihr Lieben, ich bin es wieder, Nicole A. Tellinghusen. Ich hatte heute wieder ein sehr interessantes Erlebnis gehabt beim Frühstücken und ich wollte da so gerne ein paar frische Erdbeeren essen und es mir richtig gemütlich machen mit meinem Schatzi und ja, und als ich dann ein Stück von dieser Erdbeere gegessen habe, dachte ich, das schmeckt irgendwie komisch, das schmeckt richtig eklig. Das war so richtig chemisch. Erst habe ich gedacht, okay, ich bilde mir das ein, ne? Weil ich da das auf dem Brot so mit drauf und so ganz lecker mit Körnern. Dann habe ich die Erdbeere separat gegessen und dachte mir dann wieder, das schmeckt eklig, das schmeckt richtig komisch. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mal ein Experiment zu machen. Und das möchte ich euch gerne heute mal zeigen. Es geht um das Ausmessen der Lebensenergie von Nahrungsmitteln, von allem, was wir so in uns rein tun, essen, draufcremen, alles kann man messen. Uns selber natürlich auch. Und mit Hilfe der BOVI-Einheiten. Mit den BOVI-Einheiten kann man die Lebensenergie, sozusagen das Qi, das Prana, die Lebensenergie eines bestimmten, des Menschen, eines Tieres, eines, ja, eines Lebensmittels messen und testen. Und da habe ich hier eine Tabelle, das seht ihr jetzt wahrscheinlich seitenverkehrt. Und hier geht es darum, ist es ein giftiger Stoff, ist es ein Genussmittel, ist es ein Nahrungsmittel, also Stoffe, die uns eigentlich nur auffüllen, ja? Oder ist es ein Lebensmittel, also das heißt, da ist schon sehr viel gute Energie drin, was uns Kraft gibt, das merkst du beim Apfel, bei Nüssen. Oder ist es sogar ein, was steht hier, eine Heilsubstanz. Das ist natürlich ganz besonders gut. Mit diesen Heilsubstanzen können wir wirklich sehr, sehr gut unseren Körper wieder in die gute Energie kommen und bringen. Gerade wenn wir geschwächt sind, ist es wichtig, solche Substanzen dann zu uns zu nehmen. Und das werde ich jetzt mal machen und werde versuchen, das da im Verhältnis zur Erdbeere, einer Tomate, Aprikosenkernen, Apfelessig und was habe ich noch da, Kokosöl und Granatäpfelkernen. Und das einfach mal so ein bisschen filmen und ihr könnt mal gucken, was da so alles passiert. Und was ganz Besonderes, ich habe noch einen Chungit. Das ist hier ein wunderschöner Stein. Der ist ja aus Russland. Das ist so ein Komet gewesen, der runtergefallen ist. Ein Chungit. Sehr kraftvoll. Und was damit passiert, das zeige ich euch dann mal. Also, bis gleich. Ich muss ein bisschen umbauen, dass man es besser machen kann. Wartet. So, ihr Lieben, dann wollen wir mal loslegen. Ich habe hier die Tabelle und hier sind die Lebensmittel, die ich gerne mal testen möchte. Und hier habe ich diesen kleinen Pendel, mit dem ich ganz gerne auch mal arbeite. Und dann schauen wir mal, was dabei herauskommt. Jetzt nehme ich gleich mal zuallererst die Tomate, ganz normale Tomate. Da denkt man ja eigentlich, ich kaufe eigentlich schon mal ganz gut ein. Ja? Dann schauen wir mal. Wie viel, ob das giftig ist, ob das ein Genussmittel, Nahrungsmittel, Lebensmittel oder eine Heilsubstanz ist. Dann schauen wir mal, wo der Pendel ausschlägt. Also ich bin auch ganz ruhig und ihr seht, also so wirklich wahnsinnig toll ist diese Tomate nicht. Das ist jetzt nur ein Nahrungsmittel. Also siehst du, hätte ich schon mal wieder ein bisschen besser kaufen können. Ja? Aber was glaubt man nicht immer alles? Dann habe ich hier ein Olivenöl, ein Kokosnussöl, was mich echt überrascht hat. Ich mache jetzt nicht welche Marke, aber dann gucken wir mal, guckt das Kokosöl. Da sollte man ja eigentlich meinen, das wäre ganz gut. Aber auch das nur als Nahrungsmittel. Das geht so ganz bisschen an die Grenze, ja gut, von Lebensmittel hin. Ja, aber ich hätte eigentlich gemeint, das wäre besser. Wunderte mich. Ne? Gut, dann kommen wir zum nächsten. Jetzt habe ich hier einen schönen Bio-Apfelessig, das mag ich ganz gerne.
Ne, ist immer gut zum Entsäuern auch und zum Entschlacken, finde ich immer sehr schön. Dann schauen wir mal, was dieser Apfelessig hat. Guck mal, da geht er schon in die Heilsubstanz. Ist das nicht toll? Ja, also es gibt wirklich Substanzen, die uns Heilung bringen, wenn wir sie einnehmen. Ne? Wirklich toll mit, soll ich jetzt mal sagen, so 13.000 Bovi-Einheiten. Das ist schon mal sehr schön. Dann habe ich noch wunderbare Aprikosenkerne. Ich nehme ja immer aus jeder Aprikose die Kerne raus. Falls es noch einer nicht kennt oder nicht weiß, Aprikosenkerne, also die muss man dann nochmal aufknacken. Die sind echt hart versteckt, muss ich sagen. Das ist das B17-Vitamin, Amygdalin. Und das ist wunderbar ein Mittel, was sich auch herausgestellt hat, um Krebs, ja, bei Krebserkrankungen anzuwenden, sage ich jetzt mal so. Ne? Also sehr, sehr gut, die bitteren Aprikosenkerne. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Vitamin B17. Und schaut mal, was hier kommt. Auch Heilsubstanz, ja. Und das geht sogar schon 15.000, also sogar vielleicht sogar noch mehr. Ne? Also es geht sogar noch weiter, noch höher, könnte man fast sagen, bei 20.000 Bovi-Einheiten. Ne? Also super gut, kann ich nur empfehlen. Man sagt doch gerne einfach so drei Aprikosenkerne am Tag und brauchst eigentlich keine Sorgen haben. Ne? Dann habe ich hier die Granatapfelkerne, die ich auch gerne mag. Lege ich mal hier hin, damit es nicht zu eng wird hier vorne. Und dann schauen wir mal, sagen wir einfach mal Granatapfelkerne. Schaut, das ist auch ein Lebensmittel. Also es schenkt mir Lebensenergie, wenn ich die esse. Die schmecken ja auch sehr lecker. Interessant, oder? Gut. Jetzt zeige ich euch noch diesen Chongit. Ja, der ganz interessant, kann man auch Wasser mit reinigen. Einfach ins Wasser mit reinlegen. Und hilft der Chongit dann auch, das Wasser zu klären. So, gucken wir mal, wo der gute Stein hingeht. Auch eine Heilsubstanz. Ne? Sehr stark. Schlägt auch richtig stark aus. So, und jetzt kommen wir zu der berüchtigten Erdbeere. Das leuchtet jetzt nicht mehr so schön, weil ich das Licht nicht so habe. Aber diese Erdbeere sieht eigentlich recht schön und rot aus. Ne? Gar nicht so schlecht. Ja, hier hat sie schon eine kleine Stelle, weil sie jetzt schon eine Weile liegt. So, und jetzt gucken wir mal, was das macht. Also wir haben Lebensmittel, Nahrungsmittel, Genussmittel, Heilsubstanz und Giftstoffe. Und jetzt schaut mal, wo der Pendel hingeht. Seht ihr das? Giftstoffe. Ich mache es mal noch ein bisschen länger, dass es vielleicht dann noch ein bisschen besser zu sehen ist. Giftstoffe. Und das hat mich wirklich, wirklich sehr erschreckt. Also, dass wir in unseren Lebensmitteln oder meinen, verdächtig Lebensmittel zu haben und dass da echt ein Giftstoff drin ist. Und ich habe das letztens schon gehört, dass einer auf Facebook eben auch geschrieben hat, er wundert sich, dass in den Lebensmitteln irgendwas ist. Und das hat es mir jetzt wirklich bewiesen, dass die da irgendwas reinmachen. Ja. Und das muss ich sagen, das ist schon echt strafbar. Also, so, und wenn ihr auch mal Lust habt, das auch zu probieren, dann nehmt einfach ein Pendel oder einen Tensor. Oder euch selber kinesiologisch, das kennen auch viele. Mann, die sind das jetzt richtig toll. Und probiert es mal aus und testet mal eure Lebensmittel, wo ihr meint, das sind wirklich Lebensmittel oder es sind Heilsubstanzen drin. Und testet mal, macht euch mal den Spaß und ja, hinterlasst euch mal gerne eine Nachricht unter meinem Video. Gerne könnt ihr meine Videos auch abonnieren, dahinter auch das Glöckchen ansenden und dann freue ich mich auf eure Nachrichten. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich setze mich jetzt in die Sonne und lasse es mir gut gehen. Alles Liebe. Tschüss.